Wir sind wach. Gleich kommt Morgenritual. Nico, der ist schon auferstanden, der ist gerade pinkeln. Aber guck mal. Hier. Er hier. Der liegt hier wie so ein Wurm. Weil gleich wird Kaffee gemacht. Es beginnt. Sieht richtig geil aus. Hier, ich brauche mal deine Tasse. Ich habe Zucker schon reingemacht. Und scheiße, diese Kaffeesahne ist schlecht. Die ist nicht mehr flüssig, die ist so richtig hier. So eine harte Paste ist das. Das ist richtig widerlich. Scheiße, ich muss das wegschmeißen. Gut, dann eben Kaffee ohne Milch saufen. Ja, ich kann mich jedes Mal wiederholen. Kaffee draußen in der Natur zu saufen ist geil. Guck mal, das hier, das ist meine Korbflampe. Und bei der letzten Vollfettwanderung, da ist hier dieses Plastikteil hier abgebrochen, dieses grüne. Ich konnte dann diesen Band nicht mehr reinmachen, sodass der über meinen fetten Wasserkopf nicht gehalten hat. Und deswegen habe ich dieses Plastikteil genommen, was abgebrochen ist, habe dann das hier gemacht und ich habe dann mit meinem Sturmfeuerzeug und einem Kabelbinder, weil diese Kabelbinder bestehen ja aus Plastik, ich habe das da reingebrannt. Ich habe das reingeschmolzen gehabt, sodass ich das wieder repariert habe. Das heißt, ich habe Geld für eine neue Kopflampe gespart. Das ist richtig geil. Und so die Kopflampen sind wichtig für nachts. Also für mich auf jeden Fall essentiell. Erstmal ein Bier trinken. Geprost auf Tag 2. So, Sachen sind gepackt und jetzt Wanderung Tag 2 Start kommt. Wir sind gestartet. Jetzt laufen wir nach, keine Ahnung wohin. Genau, da laufen wir jetzt hin. Zu den Salamander. Guck mal, wir brauchen da Mülleimer, weil hier mein Müllsack, der ist richtig voll fett und überfüllt mit ganz viel Fett dran. Und hier, das Ding hier ist schon abgerissen. Das heißt, es kann sehr gut sein. Ich bin sehr, sehr gespannt drauf, wann das hier runterfällt mit den ganzen leeren Bierflaschen und noch mehr Sachen, die da drin sind. Wann das auf die Erde fällt. Da bin ich ganz gespannt drauf. Das fängt schon mal gut an. Hast du toll gemacht. Richtig geil. Achso, wir wandern hier durch dieser Wanderweg grüner Pfad durch. Glaube ich.
Wir haben uns überlegt, dass wir das anders machen. Guck mal, weil hier ist grüner Pfad und grüner Pfad ist ein richtiger Weg mit Schwierigkeit. Wo man ganz schnell mit dem Wagen in den Fluss da reinfallen kann. Und weil dieser grüne Pfad einfach nur so, keine Ahnung, so ein Umkreis ist, wo man einmal im Kreis läuft, und man sowieso da drüben, wo die Straße ist, sich irgendwie begegnen tut, haben wir uns so überlegt, dass Dennis und Nico das hier laufen, aber ich halt nicht, weil mein Wagen zu fett ist. Das wäre ein richtiger Weg mit Schwierigkeit, mit diesem Vollfettwagen das drüber zu schieben. Und deswegen treffen wir uns da drüben gleich, wenn wir wieder zurückgekommen sind. Genau das machen wir jetzt. Ich bin eben gerade diese Straße hier hochgelaufen und also sprich diesen Weg ohne Schwierigkeit. Hier ist diese Landkarte. Und zwar hier hatten wir uns getrennt und ich bin dann hier diese Straße gelaufen bis hierhin. Also das ist jetzt der Standpunkt. Und die anderen, die sind diesen Weg hier gelaufen. Genau, weil die gucken wollten, ob die irgendwie dort auf diesem Weg irgendwie was sehen oder so. Eine Sehenswürdigkeit oder sowas. Deswegen haben sie diesen Weg mit Schwierigkeit genommen. Und genau, hier ist dieser Standpunkt, wo wir uns treffen tun. Gleich. Und hier, ich bin schon hier. Und ich warte jetzt, bis die hier von dort richtig schmierig hierher gelaufen kommen. Ich habe hier meinen Stuhl rausgepackt und chill hier von der Runde Bier trinkend rum. Und warte hier einfach ganz gechillt, bis die angekommen sind. Aber ich vermute mal, dass sie eh nicht viel länger als 15 Minuten brauchen werden, bis die hier ankommen werden. Also könnte ich so einschätzen. Ich habe gerade mal ein Bier ausgetrunken und ich warte immer noch hier rum, bis die hier angekommen sind. Die sind irgendwie immer noch nicht da. Die brauchen etwas länger, als wie ich ungefähr geschätzt hatte. Guck mal. Ich habe hier Y-Food. Das hat mir mal Sascha geschenkt gehabt. Bei der Halsschnuckenwegwanderung, wo Sascha Nico abgeholt hatte. Vielen Dank dafür. Das hatte ich irgendwie, weiß ich nicht, an den Tag irgendwie nicht verzerrt gehabt, deswegen habe ich das immer noch da gehabt. Und das hatte ich dieses Mal. Ich hatte das irgendwie in meinen Kühlschrank gepackt und die letzten Touren irgendwie vergessen gehabt, das mitzunehmen. Und dieses Mal habe ich das nicht vergessen und deswegen trinke ich das jetzt. Ist ja noch nicht abgelaufen oder so. Ich glaube bis 21. Mai 2022, da ist Ablaufdatum. Aber ich muss sagen, das zweite Y-Food, was ich bisher überhaupt getrunken hatte. Davor hatte ich bei der 100 Kilometer Sauftour, die ich mit Marv Contv gemacht hatte, da hatte ich einen Bananengeschmack Y-Food probiert gehabt. Und von dem Bananengeschmack Y-Food war ich nicht ganz so überzeugt. Aber dieses hier, Fresh-Berry-Geschmack, das würde ich sagen, schmeckt mir wirklich ganz gut. Also schmeckt mir echt lecker. Und wenn das dann auch noch sättigen tut, es hat hier auch ultra viele Inhaltsstoffe und so weiter. Also die ganze Tabelle hier ist voll geschmiert mit Inhaltsstoffen. Bin ich sehr gespannt drauf. Ich habe heute noch nichts gegessen. Und ich denke, wenn ich das hier ausgetrunken habe, dann fühle ich mich etwas gesättigt. Aber dieses Fresh Berry, das schmeckt mir auf jeden Fall gut. Ich hab ausgetrunken. So, Nico hat mich gerade angerufen und die sind doch einen anderen Weg gelaufen. Das heißt, ich habe hier die ganze Zeit umsonst gewartet. Und die haben gesagt, dass die irgendwo weiter da hinten sind. Also da, wo... Da hinten, da ist irgendwie Feldlandschaft. Und dass die sich da irgendwo befinden sollten. Also werde ich jetzt dorthin gehen und sie suchen gehen. Genau, das werde ich jetzt machen. Richtig geil. Das hört sich gut an.
Wir haben uns immer noch nicht gefunden, also sprich, wir suchen uns immer noch. Und Nico hat mich gerade angerufen gehabt, wo ich jetzt gerade ungefähr bin. Und ich habe gesagt, dass ich jetzt da bin, wo hier dieser ein Windrad hier stillsteht. Und das da drüben sind zwei Windräder, die nicht stillstehen. Aber ich bin jetzt gerade da, wo bei diesem Windrad, der stillsteht. Ah, Schluck auf. Und weil Nico diesen Windrad auch irgendwie sieht von Weitem, soll ich hier warten und prüfen, ob. Und ich bin sehr gespannt drauf, ob wir uns gleich treffen. Ob die wirklich auch genau hierher kommen, wo ich jetzt gerade bin. Ich bin immer noch am Warten. Die haben mich immer noch nicht gefunden. Kurze Bierpower-Unterbrechung. Geprost. Ich habe gerade mein Bierchen ausgetrunken und jetzt werden ein paar Bierpowers gemacht. Ich grüße dich, Dietmar. Vielen Dank für das Abschließen einer Stufe 2 Bierpower-Kanalmitgliedschaft. Und ich grüße noch Andreas H. Auf dich mache ich jetzt 2 Bierpowers. Bierpower 1. Bierpower 2. Andreas H., ich bedanke mich für deine großzügige PayPal-Donation. So, jetzt wird das eigentliche Video fortgesetzt. Oi, 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 oi. Die haben mich gefunden. Ja. Guck mal, und hier dieser Nico, der läuft hier auch schon rum. Ihr habt mich gefunden. Wir haben dich gefunden. Ja. Wir kommen von da ganz hinten. Ja. Und du kommst von wo? Von da? Von da hinten, ja, von da. Ist das einmal so? Nee, ich hab da hinten gewartet. Da hinten ist ja dieser Ende von dieser grüner Fahrt oder wie das heißt, ja. Okay. Da hab ich die ganze Zeit so rumgesessen und nichts gemacht. Und ich habe auch rumgesessen, der Bruder hat gesucht, wir haben dann telefoniert. Ja. Gefunden. Genau hier stand ich, da wo dieser Windrad ist, der sich nicht bewegt. Oder kaum bewegt. Richtig geil. Oi, langsam immer mehr Dunkle kommt. Das heißt, ich muss schon wieder hier meine versüffte Kopflampe anmachen, um uns hier diesen Weg hier anzuleuchten. Ich hab da hinten Geräusche gehört. Es waren Vögel. Ja? Ja. Hähnchengeräusche. Hast du richtig toll gemacht. Wundervoll. Bierpower. Leute, wir haben hier eine Bushaltestelle gefunden. Und guck mal, endlich Mülleimer. Jetzt kann ich endlich diesen Müllsack mit dem ganzen Müll drin. Dieser überfüllte Müllsack, der mich den ganzen Tag schon genervt hat. Jetzt kann ich diesen Inhalt hier reinschmeißen. So, ich habe jetzt diesen ganzen Müll hier reingestopft bekommen und die ganzen leeren Bierflaschen hier hingelegt.
Jetzt muss ich diesen nervigen Müllsack die ganze Zeit nicht mehr ertragen. Das ist richtig geil. Endlich. Es wird Zeit. Es wird richtig Zeit. Der hat mich den ganzen Tag genervt. Der ist mir so richtig auf die Eier gegangen. So richtig auf meinen Vollfettsack. Auf diesen Sack mit Fett dran. Und wir sind auf der Suche nach einem Einkaufsladen oder einem Laden, wo man essen kann. So ein Döner oder sowas wäre geil. Das machen wir jetzt. Ja. Hier ist ein Griech um die Ecke. Ja, gucken, wie der da aussieht. Ja, vielleicht hat er ja Pommes oder so. Ich hätte zwar gern Döner, aber Pommes würden auch gehen. Gleich Gyrosburger fressen Start kommt. Oder irgendwas ähnliches. Wir haben Almena gefunden. Da sollte Griechenland Restaurant sein. Vielleicht werden wir dort was zu fressen holen. Wenn nicht, dann laufen wir weiter. Das machen wir gleich. Leute, wir haben die ganze Zeit nach diesem Griechenland-Restaurant gesucht. Und jetzt stehen wir hier vor. Und hier auf diesem Schild steht drauf, es ist ja nur Mittwoch bis Samstag und Sonntag offen hat. Und wir haben heute Dienstag. Das heißt, der hat heute geschlossen und wir sind vollkommen umsonst hergelaufen. Genau dasselbe hatten wir in der letzten Vollfettwanderung auch gehabt, hier in Dahner Felsenland. Dass genau an diesem Tag, wo wir da waren, die Pizzeria nicht offen hatte. Das war richtig scheiße gewesen. Und wir hatten voll Hunger. Genauso wie jetzt gerade in diesem Moment auch schon wieder. Das heißt, wir müssen gleich zur nächsten Ortschaft hinlaufen, um dort noch irgendwas zu finden. Wir gelaufen jetzt aus dieser Ortschaft raus, weil diese Ortschaft, außer dieser verschlossene Griechenland-Restaurant, sonst keine andere Imbisse hat. Oder Supermärkte oder so etwas. Das ist voll scheiße. Und deswegen laufen wir hier raus. Nach, keine Ahnung. Nach irgendwo. In der Nähe von Lemgo oder wie das heißt. Ja, irgendwo dahin so. Vielleicht finden wir einen Imbiss. Das wäre cool. Das wäre bedürfnisstillend. Wir haben uns 1 Kilometer von Almena entfernt. Also da, wo dieser Ortschaft mit dem verschlossenen Griechenland-Restaurant. Und jetzt laufen wir irgendwie nach diese Richtung. Also da, wo was hier drauf steht. Diese Richtung laufen wir lang. Also nach da lang. So, wir laufen immer noch. Wir laufen die ganze Zeit im Dunkeln. Durch so eine engen Straße, wo ganz viele Vollfett-Trecker herumfahren. Und diese Straße ist so eng, dass man ständig hier in den Graben reinlaufen muss. Weil nicht, dass diese Traktoren irgendwie, weiß nicht, kaputt gehen, weil wir hier im Weg stehen. Wir haben diese Ortschaft erreicht, wo wir durchlaufen wollten. Und diese Ortschaft, weil wir sehen da drüben vielleicht nur 2-3 Häuser oder so. Und das war's auch schon und sonst nichts. Also das heißt, wir glauben nicht daran, dass diese Ortschaft irgendeinen Imbiss hat oder sowas. Wie schon vermutet, ist diese Ortschaft viel zu klein, dass dieser Imbisse hat, so dass wir mit leerem Magen noch weiter laufen müssen. Und wir laufen jetzt hier durch da, wo was hier oben drauf steht, da lang. Genau, nach dieser Richtung laufen wir die ganze Zeit durch. Das genauso machen wir das jetzt. Zugelaufen! Ja. Im Dunkeln. Mit dieser nervigen Straße, der so eng ist. Ja, wo man immer Platz machen muss, wenn Auto oder Traktoren oder LKWs oder sonst für Fahrzeuge hier rumfahren. Das war nicht mal. Was zum. Warte, Dennis, nimmst du alle hier? Ja, mal gucken. Opa! Hoppa! Kein Absicht, oder? Das war super, oder? Wir haben Lüdenhausen gefunden.
Mal gucken, ob diese Ortschaft hier Imbisse oder sowas hat. Das wäre voll cool, damit wir unser Hunger hier eine Runde stillen können. Aber diese Ortschaft, die sieht schon wieder vom ersten Eindruck voll klein aus. Aber trotzdem, wir laufen da auf jeden Fall durch und mal gucken, ob wir vielleicht was finden könnten. Jawoll! Der Reifen, Nico hat endlich wieder ein Rad ab. Das ist schon wieder passiert. Richtig geil. Und guck mal, es ist langsam kalt geworden. Das heißt, ich habe meine fettige Jacke an. Damit ich mit meiner fettigen Jacke eine Runde rumlaufen tue. Wir laufen jetzt noch Richtung Lemgo und diese Ortschaft, die wollen wir morgen irgendwann erreichen, im Laufe des Tages. Und deswegen laufen wir diese Richtung dahin. Und diese Ortschaft hier, die scheint irgendwie so auszusehen, als ob die keine Imbisse hat. Also da, wo wir jetzt gerade sind. Und deswegen sieht das so aus, dass wir später diese Nudeln kochen müssen. Wenn wir irgend so einen Field-Camp-Zeltplatz gefunden haben. Aber wir verlassen jetzt erstmal diese Ortschaft. Dann laufen nach Richtung genau dahin, wo wir morgen erreichen wollen. So, hier. Wir haben hier eine Bushaltestelle gefunden. Und weil wir haben schon 11 Uhr oder so. Und genau. Wir haben uns überlegt, dass wir hier in dieser Bushaltestelle heute pennen werden. Und deswegen, genau, das machen wir heute. Aber bevor wir pennen gehen, werden wir erstmal fressen machen. Und dann werden wir hier drinnen pennen. Aber bevor wir gleich Essen kochen, werde ich jetzt mein allerletztes Bier, was ich noch in der Tasche habe, trinken. Geprost. Geprost. Ich trinke lieber nicht mein Red Bull, sonst kann ich nachher nicht pennen. So sieht mein Essen aus. Nico, mach schon mal diese 5-Minuten-Terrine hier auf. Und gleich kommt das da, der Inhalt, hier rein. Riecht nach Käsefüße. So richtig verschimmelte Käsefüße. Ja. Willst du mal riechen? Ja, das riecht nach wunderschönen Füßen. Langsam Blasen kommen. Ja, das sieht gut aus. Das sieht fertiger aus als mein Kopf. Jetzt kannst du es rauffüllen. Da soll ich es reinklatschen. Diese Käsefüßig-Geruchs-Essen. Neue Wasserbett ein bisschen reingemacht. Das reicht. Und jetzt werden Nudeln reingemacht. Aber so richtig. Nudeln oder Spaghetti? Nudeln. Ja, cool. Das heißt, ich werde jetzt diese Nudeln hier reinmachen. Die Nudeln sind eingeführt. Und jetzt warten, bis hier dann irgendwann diese ganzen Mount Everest-Reste hier hochwachsen. Langsam Blasen kommen. Und jetzt abwarten, bis die Nudeln hier weich genug sind, dass die fressbereit sind. Und jetzt warten, bis diese Soße ein bisschen aufgewärmt ist. So, Fressen ist fertig. Jetzt Nudeln essen, Start kommt. Boah, ich mein Handy jetzt hab. Hast du mein Handy? Ich find's gar nicht so schlecht. Das mit dieser Soße drauf. Bisschen anders als gestern. Das ist voll cool, ich mag das. So, ich habe aufgegessen, aber weil Nico auch noch mehr Hunger hat, genauso wie ich auch, machen wir noch mehr Spaghettis rein. Mein Bruder möchte auch so ein bisschen Spaghetti auch haben. Noch weitere. Und
und Nico hat eine gesamte Tüte Spaghettis hier reingepackt. Mal gucken, ob das... Das sieht so voll aus. Das sieht voller aus als mein Kopf. Und... Ach, scheiße, wir haben keine Soße mehr. Doch. Das ist... Ja? Oh, das ist doch super. Ist vegetarisch, ja. Aber Bolognese. Ja, super. Dann nehmen wir die hier. Machen wir. Ja. Perfekt. Es schäumt. Es macht Tollwut, das ist geil. Leute, das ganze Wasser von hier ist schon weggebrannt. Das heißt, die Nudeln, die Spaghettis, die sind fertig, glaube ich. So ungefähr. Das heißt, wir können diese Spaghettis jetzt auf die Teller draufstellen. Und dann die Soße. Ja, jetzt wird Soße gebraten. So, Fressen Portion 2 ist fertig. Schmeckt scheiße. Die Nudeln sind viel zu weich gekocht. Und diese möchte gern vegane Bolognese-Soße ist. Nee. Schmeckt scheiße. Sag ich auch als Vegetarier. Scheiße. Also, ich habe schon bessere vegetarische Bolognese gegessen. Hier auf den Topf von meinem Bruder haben wir jetzt Glühwein reingemacht. Und der ist fast fertig. Weil guck mal. Weil guck mal hier. Das bewegt sich so langsam. Das lebt. Das fängt an zu leben. Das ist richtig geil. Das heißt, gleich ist Glühwein fertig. Und dann können wir Glühwein trinken, währenddessen wir fressen. Perfekt bei dem Wetter. Wann hast du das letzte Mal Analabfall gemacht? Heute Morgen. Ja? Auf der Dixie-Toilette. Ah, okay. Auf der Dixie-Toilette. So, Glühwein ist fertig. Ja, Glühwein bei kaltem Wetter draußen zu trinken, ist geil. So, wir liegen hier in dieser Bushaltestelle hier rum. Und ich glaube, wir gehen so langsam pennen. Guck mal, hier eine Vollfettspinne. Die ist richtig geil. Sie kann sogar beißen. Ja, die soll mal verschwinden. Die soll mal weggehen. Nee. Ich glaube, mich wird sie am ehesten... Ja. Die ist weggelaufen. So ungefähr. Ja, ist doch geil, wenn die hier rumläuft. Können wir... Vielleicht läuft die in unseren Mund rein. Nee, danke. Gute Nacht, bis morgen. Und ich habe hier in Bremen noch nie so viel Schnee gesehen. Weil ich glaube daran, aufgrund dieser ganzen Abgasen, ist hier die Luft normalerweise immer wärmer. Das spürt man total, dass die Luft hier schlechter ist und wärmer. Boah, jetzt bin ich hier weggerutscht.